Hi Leute, Tobi hier. Heute geht es ums Thema, wie du alles erreichst, was du möchtest. Was du wirklich möchtest, was du brauchst und nicht was du meinst, dass du möchtest. Die meisten Leute meinen, sie wären glücklich, wenn sie dies oder jenes hätten. Aber es bringt einfach nichts im Äußeren, nach Dingen zu suchen. Die äußeren Umstände machen einen nicht glücklich. Es ist immer deine innere Einstellung dazu. Die äußeren Dinge können dich kurzfristig in eine Richtung lenken, aber dann eckt das Ganze wieder ab. Lottogewinner sind nach ein paar Monaten, gibt es Studien zu, die befragt wurden, Lottogewinner sind nach ein paar Monaten wieder auf dem gleichen Glückslevel. Auf gleiche Zufriedenheit wie vorher. Genauso wie Leute, die einen schweren Unfall hatten, die im Rollstuhl sitzen. Wenn du vorher zufrieden warst, dann bist du im Rollstuhl genauso zufrieden wie vorher auch. Am Anfang vielleicht nicht, aber nach einer gewissen Zeit gibt sich das nochmal wieder. Und es gibt genauso Menschen, die alles haben, Frau, Kinder, superreich, und sich trotzdem umbringen, weil sie einfach Depressionen haben. Andersrum gibt es Frauen, die vergewaltigt wurden, oder andere Menschen, die einfach sehr krasse Sachen erlebt haben und die heute auch glücklich sind, weil ihre innere Einstellung einfach richtige ist. Und der wichtigste Schritt ist einfach, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für alles, was in deinem Leben passiert. Und zwar für Krankheiten, Unfälle, für alles, was du meinst, dass dir an Unrecht getan wird. Du kannst eh nichts dran ändern. Du musst die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Und du musst dich ändern von innen raus. Wenn du dich änderst, werden die Sachen im Äußeren sich genauso verändern. Der Dalai Lama hat schon gesagt, vielleicht bekanntes Zitat, wahrer Wandel muss von innen kommen. Es ist zwar ein schwerer Weg, hat er gesagt, aber es ist gleichzeitig der einzige Weg, um wirklich die Welt zu verändern. Und um wirklich was zu erreichen und zu beeinflussen. Und wenn man Selbstverantwortung übernimmt für alles, was passiert, dann kann man die Dinge auch ändern. Frag dich immer, was hat es mit mir zu tun und macht mich das glücklich? Und warum, wenn dich jemand beleidigt oder du dich beleidigt fühlst, es ist immer nur deine Einstellung dazu, warum fühlst du dich eigentlich deswegen beleidigt zum Beispiel? Warum stört dich das, wenn Sachen unordentlich sind? Andere Leute stört es nicht. Es ist immer deine Sichtweise der Dinge, dein Mindset, deine Linse, mit der du die Welt siehst. Und jeder sieht die Welt, wie er möchte. Bei Krankheiten ist es genauso. Die Leute übernehmen auch keine Verantwortung für ihre Krankheiten, weil sie nichts ändern wollen, weil sie eben immer in ihrer Komfortzone bleiben wollen. Schön bequem, es ist einfach, nichts zu ändern und immer schön in seinem Bereich zu bleiben. Aber so kommt man auch einfach nicht voran. Und wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst,
dann kannst du die Dinge auch ändern, aber du musst die Verantwortung immer bei dir selber suchen. Wenn du eine Krankheit zum Beispiel heilen möchtest, du heilst dich immer nur selber. Dein Körper heilt sich immer nur selber. Wenn du irgendeine Krankheit hast, dann kann der Arzt dir vielleicht irgendwas gegen die Schmerzen verschreiben. Aber dein Körper heilt trotzdem den Knochen. Dein Körper bildet die Zellen neu. Der Arzt kann dir vielleicht Antibiotika verschreiben, damit sich vielleicht nichts entzündet oder was, weil er meint, es würde so ablaufen. Aber dein Körper heilt sich immer selber. Das Ganze, ja, ändert nichts daran. Und ja, das ist eben der Punkt. Dein Körper heilt sich selber. Und man muss auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Es ist einfach immer bequem, immer die Schuld bei anderen zu suchen. So, ich bin jetzt krank, dafür kann ich nichts. Nee, ich mache alles richtig. Der Arzt soll jetzt schauen, wie er mich wieder gesund macht. Sobald man zum Arzt geht, schiebt man immer die Verantwortung auf jemand anderem und möchte, dass der einen gesund macht. Daher kommt auch die Frage, was fehlt dir, fragt der Arzt, was macht dich ganz heil machen? Wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst für alles, was in deinem Leben passiert, dann kannst du die Dinge auch ändern. Und zwar musst du immer bei dir selber suchen. Die Frage ist immer, warum schiebst du dir zum Beispiel irgendein Fastfood, irgendeinen Schrott in deinen Körper rein? Warum gehst du nicht raus, bewegst dich ein bisschen? Warum genießt du nicht das Leben? Ist alles zum Erfahren da? Jetzt machen, was du möchtest. Die Welt ist frei. Ihr müsst einfach eure Komfortzone erweitern. Eure Komfortzone der Kreis ist, ihr müsst einfach schaffen, dass die ganze Welt eure Komfortzone ist. Dass ihr euch überall wohlfühlt. Dass ihr überall einfach umgehen könnt. Euch ausdrücken könnt. Einfach das machen, was ihr fühlt. Also sucht die Fehler nicht bei anderen. Sucht die Fehler bei euch. Schaut, was euch fehlt. Gebt euch das, holt euch das. Peace.